Wir sind jetzt hier in Berlin-Charlottenburg live. Ganz in der Nähe vom Fasanenplatz in Charlottenburg live. Die Leute treffen sich und feiern hier zusammen. Also die stillen Sachen kann man auch ruhig mal zeigen. Nicht nur die großen, wo die ganzen Polizisten sind. Obwohl da hinten fährt natürlich die Polizei vorbei, aber. Unser Kiez hier, Berlin-Charlottenburg, ganz einfach auf der Straße, friedlich, mit Abstand. Das ist Berlin. Das kann jeder machen, überall in seiner Stadt, in seinem Dorf. Friedlich, alle zusammen. Wir wollen leben und feiern. Einfach feiern und leben. Frei leben und feiern, alle zusammen. Charlottenburg live, unsere Nachbarschaft im Kiez.
Das ist Berlin-Charlottenburg. Protest mit Lebensfreude auf der Straße. Berliner Lebensfreunde, das sind alles Freunde von mir. Alte, uralte, bekannte Künstler, freidenkende Menschen, die seit Ewigkeiten in Berlin leben. Könnt ihr überall machen, überall auf der ganzen Welt. Da tut ihr keinem weh. Charlottenburg. Ja, ich bin gerade live. 88 Leute. Ich finde sowas total schön. Das ist
Gefällt dir? Ja, wir sind ja zwei. Ah ja, dann drehe ich mal gleich die Kamera auf. Da kommt schon die Polizei. Und dann hinter uns steht schon die Polizei, um zu gucken, dass wir auch 1,5 Meter auseinander sind. Vielleicht sollten wir mal singen oder sowas. Können wir was singen? Was kann denn jeder singen? Imagine oder was? Oder wie? Oder was können wir denn alle singen? Oder die Gedanken sind frei? Oder keine Ahnung. Kannst du das? Ja, dann musst du Ton angeben. Ja, wir kriegen immer wieder Besuch, ne, wenn wir so viel Polizei haben, die wir durch Steuergelder bezahlen. Und schon müssen wir aufhören. Ja, das war wohl dann so, dass wir jetzt aufhören müssen. Ja, also ihr habt gesehen, selbst bei einer kleinen Zusammenkunft sind die... Nächsten Samstag wieder um 19 Uhr. Yeah! Ja, nächsten Samstag wieder 19 Uhr. Das war's von Berlin-Charlottenburg. Ganz schnell kommt die Polizei und dann wird eingeräumt. So. Paula ist eine stadtbekannte Warrior. Ich bin gerade mit 100 Leuten live und habe gerade alles gesehen. Wir können ja mal was... Ja, genau. Warte mal, hier 102 Leute. Guck mal, hier, warte mal. Sie so, sieht man, ja. Guck mal, wie hübsch. Ich habe eine ganz hübsche Frau hier neben mir. Ja, nicht nur hübsch. Wir kennen uns schon 30 Jahre. Eine Menge noch anderes zu bieten, das hier Deko. Ja, schade, war total schön, oder? Ja, total. Super. Wir haben hier richtig diese ganze Corona, Bazillen und die ganze Scheiße voodoo-mäßig weggetan. Absolut, weg. Das war Spitze. Hier befinden sich keine Corona. Nein. Wir haben die alle eliminiert. Also Leute, ja, es ist hier wunderschön, wie gesagt, ganz alte Freunde hier von mir. Und ich sag jetzt einfach mal Tschüss, weil die waren echt, die waren super. Ich zeige euch nochmal, wo wir hier waren. Einfach mitten so in einem Wohngebiet, ja. Jetzt will die Monella noch mal was sagen. Ja, genau, es ist Monella, ne? Naja, die hat mich geschlagen. Nächste Woche 19 Uhr wieder. Wer möchte, wir haben Tische in Mancini bestellt. Wer nicht kommen möchte, ja, wir gehen ja jetzt rüber. Nächste Woche. Dankeschön. Ja, bitte. Ja, so Leute, ich gehe jetzt auch. Ihr habt es gesehen, ja, jetzt sind so viele schöne Leute da. Teilt es einfach, dass man auch kleine Proteste machen kann. Und zwar Protest im Sinne vom Leben und Freude, Lebensfreude. Und das könnt ihr alle vor der Haustür machen. Okay? Macht das, wo immer ihr seid, auf dem Dorf, in der kleineren Stadt. Guck mal, wir sind hier in einer Riesenstadt und das ist bei uns im Kiez hier, Charlottenburg. Und es geht. Macht das auch. Überall, wo ihr seid. Und wie gesagt, lasst die Mikroben wegfliegen. Ciao.